herzlich willkommen hier in der Grottenhärtner Mühle. Die Grottenhärtner Mühle ist ein Durchfahrtholländer, wurde 1831 von Anton Ewen hier erbaut. Das ist sehr lange her. Heute verstehe ich die Mühle als voll funktionsfähiges Museum und kann Ihnen somit den Weg vom Korn bis zum Mehl durch alle Schritte zeigen. Holländermühlen sind in der Regel sehr große Mühlen. Hierbei wird nur die Haube gedreht, um die Flügel in den Wind zu stellen. In dieser Mühle gibt es 6 Etagen. Die unterste, das ist die Durchfahrt. Es folgt der Lagerraum, der Mehlboden, der Steinboden, hier wird gemahlen, dann der Spill- oder Hebeboden mit dem Hebezeug für die Getreidesäcke, die bis zu 100 Kilo wiegen konnten. Und schließlich die Haube mit der mächtigen Flügelwelle. Das angelieferte Getreide wurde mit dem Sackaufzug zunächst in den Lagerraum gebracht. Hier wurde es zwischengelagert oder gereinigt. Das ist übrigens die einzige Maschine, die nicht mit Windkraft läuft, sondern mit Strom. Früher war der Lagerraum bis zur Decke voll mit Getreide. Da gab es nur kleine Lücken zwischen den Sackreihen für die Katzen, wegen der Mäuse. Während das Getreide auf dem Weg zum Steinboden ist, werde ich die Flügel entsprechend der Wetterfahne in den Wind stellen. Rund um den Mühlenberg sind massive Holzflöcke, die Krühflöcke, in den Boden eingelassen. Sie sind über eine Kette mit dem Krühberg verbunden. Und durch Betätigen der Kurbel drehe ich die komplette Haube in den Wind. Hier der Drehkranz, auf dem sich die Haube bewegt. Die Drehbewegung der Flügel wird über die Königswelle auf den Mahlgang übertragen. Je geringer der Abstand zwischen den Mahlsteinen, umso feiner wird das Mehl. Nach dem Mahlen geht es eine Etage tiefer zum Mehlboden. Hier wird das Mehl abgesackt oder gesiebt. Beim Sieben fällt das feinere Mehl durch das Gewebe und wird eine Etage tiefer im Lagerraum abgesackt. Und schon sind wir wieder in der Durchfahrt, wo das fertige Mehl verladen wurde. Wenn Sie mehr wissen möchten, gerne. Wir sind in den Sommermonaten jeden ersten Samstag des Monats für Sie da. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch viel Spaß bei Ihrer Radtour.